Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Skandale im Gesundheitswesen reißen nicht ab. Es sind erst wenige Monate vergangen, seitdem wir hier im Landtag bereits einmal einen Schwerpunkt Staatsanwaltschaft Gesundheitswesen forderten. Schon damals beschwichtigten Sie, dass es sich nur um Einzelfälle handelte und wir nur die im Gesundheitswesen Tätigen diskriminieren wollen. Doch die Faktenlage ist eine ganz andere. Aufgrund der immer wieder in den Medien auftauchenden Berichte über Korruption und Abrechnungsbetrug in weiten Teilen des Gesundheitswesens fordert die NPD-Fraktion nun erneut die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Gesundheitswesen. So wie man im Land schon Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu anderen Straftatbeständen eingerichtet hat, so gilt es jetzt endlich auch eine Ermittlungsstelle für das Gesundheitswesen einzurichten. Die oft komplizierten Sachverhalte, die fehlende Transparenz und die Vielzahl der Beteiligten machen es notwendig, auch in der Strafverfolgung die nötige Kompetenz zu gewinnen. Durch zahlreiche Beispiele und knallharte Fakten zeigten wir Ihnen bereits vor Monaten die Notwendigkeit der Einrichtung auf und forderten den berechtigten Schutz der überwiegenden Mehrheit der im Gesundheitswesen rechtschaffen Tätigen vor den wenigen schwarzen Schafen ein. Anscheinend sind für Sie die Korruption und der Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen keine Themen, mit denen man sich hier im Landtag zu beschäftigen hat. Dass diese Themen aber mehr als aktuell sind, zeigen die neuerlichen Organspendeskandale. Und deshalb setzten wir von der NPD-Fraktion das Thema wieder auf die Tagesordnung und beantragen erneut die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Gesundheitswesen. Insbesondere deshalb, weil Ihre Beteuerungen nur heiße Luft sind, wird die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft nötiger denn je. Organspenden retten Leben. Dieses sollte jedem bekannt sein. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die bestmögliche Versorgung der Erkrankten zu gewährleisten und deshalb gesetzliche Schranken dahingehend zu erlassen, Korruption im Gesundheitswesen zu unterbinden bzw. zu ahnden. Nur dadurch wird das Vertrauen in den Gesundheitsbereich im Allgemeinen und in der Organspendepraxis im Besonderen wiederhergestellt. Und Ihre bisherige Politik des Wegschauens hat dem Gesundheitswesen erheblichen Schaden zugefügt. Denn leider ist es mittlerweile offensichtlich die Regel, dass kriminelle Banden in die Lücke sprengen, wenn kein Spenderorgan verfügbar ist, beziehungsweise Ärzte alle moralischen Wege verlassen. Und selbstverständlich lassen sich die bevorzugten Patienten gegenüber ihrem Arzt nicht lumpen. Organhandel ist ein lukratives Geschäft. In die Röhre gucken wieder einmal jene, die sich an die Rechtsvorschriften halten. Denn viele Kranke warten vergeblich auf ein Spenderorgan und müssen weiterhin leiden. Und hier kommt bei einigen Kranken, die es sich leisten können, der Organhandel ins Spiel. Sie kaufen sich mit viel Geld ihr Organ entweder illegal oder durch die Verwendung entsprechender Kontakte. Und beim illegalen Organerwerb stehen dem Empfänger fast ausnahmslos jene Spender gegenüber, die ihre Organe aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen. Teilweise werden diese auch als großzügiges Geschenk ausgegeben. Dieses gehört auch zur Wahrheit in einer Welt, in welcher selbst der menschliche Körper bzw. seine Organe einen Warenwert erhalten haben. Es ist doch kein Geheimnis, dass skrupellose Vertreter der Transplantationsmedizin, aber auch der Pharmaindustrie richtig Kasse mit den menschlichen Organen machen. Die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle bei der Organvergabe hat die Bürger in der Bundesrepublik Deutschland erheblich verunsichert. Immer weniger Bürger möchten nach ihrem Tod Organe zur Rettung Kranker und Verletzter zur Verfügung stellen, weil sie sich nicht darauf verlassen können, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das Vertrauen in das Gesundheitswesen schwindet. Daher ist es doch nur schlüssig und auch richtig, unsere im April 2012 auf die Tagesordnung gesetzte Forderung nach der Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für das Gesundheitswesen erneut auf die Tagesordnung dieses Landtages zu setzen. Es ist dringend geboten, den berechtigten Schutz der überwiegenden Mehrheit der im Gesundheitswesen rechtschaffend Tätigen vor den wenigen schwarzen Schafen mit der Einrichtung einer entsprechenden Schwerpunktstaatsanwaltschaft zu gewährleisten.
Ich erinnere Sie gerne noch einmal daran, dass durch Betrug und Korruption dem Gesundheitswesen jährlich mindestens 18 Milliarden Euro verloren gehen. Immer mehr Fachleute fordern für eine wirksame Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft mit Spezialisierung auf die komplexen Begebenheiten im Gesundheitswesen, so wie beispielsweise der Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern, Herr Dr. Helmut Platzer. Auch Mecklenburg-Vorpommern benötigt endlich eine zentrale Stelle, die Missbrauch bekämpft und mit spezialisierten Ermittlungsbeamten dem Betrug und der Korruption im Gesundheitswesen begegnet. Dankeschön. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 90 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Herr Bahlen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mal die Herren von der NPD auf einen sehr schwerwiegenden Fehler im Antragstext hinweisen. Es muss heißen, Handel mit deutschen Organen. Da sind Sie Ihrer Linie nicht treu. Es muss heißen, Handel mit deutschen Organen, denn nicht auszudenken wäre, wenn es Ihnen im Zweifel so erginge, dass Sie mit einem Herzen mit Migrationshintergrund unterwegs sein müssten, gar mit einem jüdischen Herzen. Das wollen wir uns nicht vorstellen, frei nach dem Motto, der Feind in mir. Da rate ich sehr dringend, Herr Pastörs, da rate ich sehr dringend zu mehr Sorgfalt bei der Erstellung von Ihren Anträgen. Darauf müssen Sie achten. Sehr geehrte Damen und Herren, wie so oft, und das möchte ich mal in den größeren Zusammenhang einordnen, benutzt die NPD das emotionale Thema Gesundheit, um das Schreckensbild einer krakenhaft um sich greifenden Korruption an die Wand zu malen und sich dann sprichwörtlich zum weißen Ritter und zum vermeintlichen Anwalt des sogenannten kleinen Mannes und hier der Transplantationsbedürftigen aufzuschwingen. Die propagandistischen Vorstöße der NPD zum Thema Korruption, das hat Herr Köster ja zutreffend auch selber ausgeführt, die häufen sich. Zuletzt hatten wir uns hier im Landtag im Juli 2008, im September 2009, im April 2012 mit entsprechenden Anträgen zu beschäftigen. Und dabei geht es der NPD, und das möchte ich an dieser Stelle einmal ausdrücklich festhalten und auch rausarbeiten, dabei geht es der NPD im Kern tatsächlich nicht, wie man meinen könnte, um die Bekämpfung von Bestechlichkeit einzelner Menschen und schon gar nicht um die Optimierung der medizinischen Versorgung der gesamten Bevölkerung. Im Gegenteil, ja, warten Sie ab, im Gegenteil, so wie schon die Vorbilder der NPD im historischen Nationalsozialismus den Begriff des Jüdischen nutzten und missbrauchten, um einen mörderischen Spaltpilz in die Gesellschaft zu treiben und ihr eigenes Handeln zu legitimieren, so brauchen auch Pastörs, Köster und Co. einen neuen Kampfbegriff. Und so wird die aus NPD-Sicht heute grassierende Korruption in der Gesellschaft immer und immer wieder als scheinbar zersetzendes Merkmal unserer demokratischen Gesellschaft stilisiert. Die NPD kämpft nicht gegen diese Erscheinung, sondern die NPD weidet sich regelrecht an den einzelnen Fällen von Korruption, um den Verlust von Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat und in die Demokratie zu befördern. So viel ist festzuhalten. Es gibt in Wirklichkeit kein rechtsextremes Interesse an einer konstruktiven Bekämpfung von Missständen. Die NPD braucht diese vermeintlichen Missstände vielmehr, um sie in überspitzter Form für ihre eigene Darstellung zu benutzen. Meine Damen und Herren von der NPD, Sie haben die Rechnung in dieser Sache wie auch in allen anderen Sachen, jedoch ohne Ihre fehlende Glaubwürdigkeit gemacht. Aus Ihrem Munde klingt der andauernde Ruf nach Recht und Ordnung und Ihr angeblicher Kampf gegen Lug und Betrug, wie der verzweifelte Versuch von den Verhältnissen in Ihrer eigenen Partei, in Ihrer eigenen Fraktion, in Ihrem eigenen politischen Umfeld abzulenken. Wir denken an die lange Liste rechtskräftig verurteilter
krimineller Inländer in ihren eigenen Reihen. Wir denken an die haarsträubenden Unregelmäßigkeiten bei der Veruntreuung von Partei- und Steuermitteln durch ihren verurteilten Bundesschatzmeister und so weiter und so fort. Von den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ihrer historischen Vorbilder, auch durch reihenweise bestialische menschliche Versuche in der Medizin an vollständig entrechteten Menschen. Davon möchte ich ganz schweigen. Ich spreche von den medizinischen Versuchen in den Konzentrationslagern. Und man kann nur von Glück sagen, dass in Hitler-Deutschland die Lebensspende noch nicht möglich war. Wir möchten uns nicht ausmalen, was das an korruptem Organhandel zur Folge gehabt hätte, meine Damen und Herren. Anstatt hier also pauschal Personen und Berufsgruppen, und das haben Sie getan, Herr Köster, entgegen eigener Beteuerung, wenn man von korrupten Banden spricht und von Millionenschäden und von vorherrschenden Zuständen, dann werden nicht einzelne Fälle angeguckt, sondern pauschal Personen und Berufsgruppen in der heutigen Versorgung abqualifiziert und verunglimpft. Und die leisten bis auf wenige Ausnahmen eine hervorragende gesellschaftliche Arbeit. Und bevor Sie diese Menschen pauschal beleidigen, sollten Sie sich an die eigene Nase fassen. Sehr geehrte Damen und Herren, jenseits des durchschaubaren Manövers der NPD haben im Skandal um die unrechtmäßigen Transplantationen von Spenderorganen längst die demokratischen Mechanismen zur Bekämpfung dieser kriminellen Akte gegriffen. Wir alle waren nämlich schockiert, dass in Göttingen und Regensburg durch eigennützige Manipulationen eines Arztes das Leben schwerstkranker Menschen gefährdet wurde. Und die Gier Einzelner beschmutzt in der Tat die wertvolle Arbeit tausender Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger und vor allen Dingen auch ehrenamtlich Engagierter, die sich für ein funktionierendes System der Organspende einbringen. Und deshalb gilt es selbstverständlich, anhand des geltenden und vor allen Dingen auch des wirksamen Rechts, die Täter rechtsstaatlich zu verfolgen und in einem fairen Prozess zu verurteilen. Illegale Praxen werden durch uns nicht toleriert. Und daher ist es unseres Erachtens auch sehr begrüßenswert, dass die Vertreter von Ärzten, Krankenkassen, Kliniken und Politik, darauf sind sie überhaupt nicht eingegangen, sich genau Anfang dieser Woche nämlich im Grundsatz dazu verständigt haben, die Vergütung und Anreize für Operateure, die Transplantationszentren, die Wirksamkeit der Selbstkontrolle und die einschlägigen Paragraphen trotzdem erneut zu überprüfen. Schärfere Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten sind erforderlich. Dabei leistet das Anfang der Woche beschlossene Sechs-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Spenderorganen genauso einen positiven Beitrag wie die Möglichkeit, einzelne Akteure persönlich zur Rechenschaft ziehen zu können. Und ebenfalls die Möglichkeit verstärkter und vor allen Dingen unangekündigter Kontrollen wird eine Verbesserung herbeiführen. Panikmache, meine Damen und Herren, bringt uns an dieser Stelle nicht weiter. Denn die Bereitschaft zur Organspende setzt nach wie vor ein sehr hohes Maß an Vertrauen voraus. Und dieses Vertrauen darf nicht durch das Fehlverhalten Einzelner zerstört werden. Lassen Sie uns also, meine Damen und Herren der demokratischen Fraktion, weiter und gemeinsam dafür werben, dass die Lücke zwischen den Personen, die einer Organspende grundsätzlich offen gegenüberstehen, das sind um die 75%, und denen, die nur tatsächlich über einen Organspendeausweis verfügen, etwa 25%, dass diese Lücke in den nächsten Jahren kleiner wird. Die rund 12.000 Menschen, die aktuell in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, die sind es uns wert. Und wenn wir, und das möchte ich abschließend sagen, und da bitte ich auch schon mal vorab um Verständnis, wenn wir schon mal beim Thema Organspende sind, dann sollten wir einmal in die Zukunft blicken. In die Zukunft, wenn bei den Lebensspenden auch die Spende des menschlichen Gehirns möglich sein wird. Meine Damen und Herren, ich wüsste, wer auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Und bis das soweit ist, lehnen wir Ihren Antrag selbstverständlich ab. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der NPD der Abgeordnete Herr Köster. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Ballen, haben Sie denn schon einen Antrag gestellt?
Und Ihre Rede lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Und sie bestätigt letztendlich meine Erkenntnis, dass in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Missstände bestehen. Man könnte es auch medizinisch ausdrücken, Deutschland ist krank. Bundesgesundheitsminister Bahr denkt in seiner ganzen Hilflosigkeit mit mehr Transparenz und mehr Kontrollen, dem rechtswidrigen Treiben weniger im Gesundheitswesen beikommen zu können. Grundlegende Veränderungen, die wirklich auch erhebliche Konsequenzen bei Organhandel und Korruption beinhalten, bleiben jedoch aus. Stattdessen setzt die Politik auf Selbstverständliches. Die durch Mediziner gefälschten Krankenakten, die zu einer bevorzugten Organvergabe führten bzw. führen sollten, zeigen deutlich auf, wie anfällig das Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland für Missbrauch und Korruption ist. Und vor dem Hintergrund, dass die politische Klasse zum Beispiel vollkommen untätig bleibt, erhalte ich den Eindruck, dass die politische Klasse tief im Sumpf aus Missbrauch und Korruption steckt. Erhalte ich den Eindruck, dass die politische Klasse fester Bestandteil des Netzwerkes ist, sich schamlos im Gesundheitssystem durch Missbrauch, Betrug und Korruption zu bedienen. Insofern wundert uns auch die Ablehnung des Antrages durch die Oberdemokraten nicht. Die Betroffenheit bei den Vertretern der politischen Klasse, wenn wieder einmal das Gesundheitssystem im Mittelpunkt eines großen Betrugsskandals steht, ist dann auch nur Teil eines miesen Schauspiels. Nur wenn der Aufschrei in der Öffentlichkeit zu groß wird, erfolgen Entscheidungen, die grundsätzlich selbstverständlich sind und man verwundert feststellen muss, dass es bislang noch nicht rechtsverbindlich war. Weder im Bund noch hier im Land ist gesetzgeberisches Handeln gegeben, wenn es darum geht, dem Betrug und der Korruption wirkungsvoll zu begegnen. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn bekanntermaßen verhindern gerade die Damen und Herren im Reichstag entsprechende gesetzliche Regelungen, wonach die Bestechung von Politikern wirkungsvoll strafrechtlich verfolgt werden kann. Viele Deutsche, so eine Umfrage aus dem Jahre 2010, halten Politiker für käuflich. Und kann man von Politikern, die nach Ansicht von vielen Deutschen käuflich sind, Regelungen gegen Betrug und Korruption erwarten? Ich denke nicht. Der herrschenden organisierten Verantwortungslosigkeit in der Politik und im Gesundheitswesen muss endlich begegnet werden. Ein erster Schritt ist die Einrichtung einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft Gesundheitswesen. Und ich beantrage im Namen meiner Fraktion natürlich namentliche Abstimmung. Dankeschön. Ja,